Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Undead Legacy. Wieder unterwegs mit den vergleichlichen Sunshine und dem Harzer. Und diesmal kann ich hoffentlich auch wieder mitspielen. Hallo, ihr zwei. Hallo. Was ein Drama, ne? Da bin ich froh, dass der Harzer hier mal für mich ein bisschen die Aufzeichnung übernommen hatte. Hoffentlich tritt das Problem jetzt nicht wieder auf. Wir werden sehen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, was los war, liebe Zuschauer. Okay, ja. Ich bin in die Holzstacheln gesprungen. Oh Gott, ey, mal heute. Ich wollte nur mal ausprobieren, ob das geht. Nee, ich habe genug Verband. Danke. was wollen wir machen? Wir müssen uns auf den Blutmond vorbereiten. Momentan laufen die Tage etwas länger, sodass wir genug Zeit haben. Wir brauchen noch Munition. Der Harzer ist noch hier hoch. Ja, Verbeugung. Der Harzer baut unten noch aus und Sunshine hat noch eine Quest offen und all das haben wir jetzt vor. Und jetzt gehe ich aber erstmal in der Hoffnung, dass ich nicht wieder in die Stacheln springe. Nee, jetzt gehe ich von der anderen Seite rauf. Ernte ich erstmal, was da oben auf dem Dach ist und dann können wir weitermachen. Wer hat denn hier eine Holzstachel hingebaut? Da wollte ich jetzt hier an der Seite raufspringen, steht eine Holzstachel im Lager. Weißt du, was das war? Ernte, was du gesät hast. Ich mach das mal weg. Genau, da haben wir nämlich hier Mais und Co. Ich habe gedacht, es wäre schon wieder soweit. Aber die Sachen waren nicht, es waren manche Sachen noch nicht erntebereit. Und ich habe gedacht, verdammt, du kannst wieder nicht E drücken. Aber ich gehe nicht an die Kiste. Ich werfe euch das jetzt raus. Ich gehe vorsichtshalber nicht an Kisten. So, pass auf hier. Ja. Kaffee und Aloe Vera. So. Aber wenn das soweit ist, ich denke, das liegt nicht an den Kisten, sondern das ist nur ein Ja, aber da muss ich irgendwas synchronisieren, wenn ich die Kiste aufmache und das ist zumindest ein Risiko. Und ich versuche jetzt mal möglichst wenig Risiko einzugehen, aber ich mache ja jetzt eh auch Arbeitsstationen auf. Ich weiß nicht, ob wir noch genug Material und Kram für Munition haben. Ich habe ja welche gebaut. Ich gehe mal an die Ballistikstation. Ich gehe mal an die Ballistikstation, die auch aufgeht. So, ich persönlich brauche ja Munition fürs Maschinengewehr und für das selbstgebaute Gewehr. So, das sind 7,92 mm, die haben wir hier drin. Und fürs Maschinengewehr sind 5,56. Da haben wir jetzt einmal 140, einmal 133 Schuss. Ja. Was braucht ihr denn für Munition? Auch die Munition. Schrot ist auch klar, dass wir welches brauchen. Aber für Schrot bräuchten wir groben Schrot. Ja. Haben wir irgendwo groben Schrot? Ansonsten gucke ich mal. Den kann ich ja hier in der Schmiede, glaube ich, machen. Also groben Schrot kann ich 80 Stück herstellen. Dann haben wir aber keine Bleibarren mehr. Brauchen wir die noch für was anderes? Sonst verwende ich die jetzt komplett für groben Schrot, die Bleibarren. Ja? Nö, also jetzt erstmal bräuchte ich mal nichts. Das mit dem Blutmond ist ja wichtiger. Genau, dann mache ich jetzt erstmal den groben Schrot hier fertig. Und dann gucke ich mal von dem Munitionstyp 7,92 und 5,56 brauchen wir noch was anderes an Munitionsgröße. Pistolenmunition. Ich brauche 7,92. Gut, und das Schrot ist ja für das Scharfschützengewehr. Und Schrot, was brauchst du, Sunshine? Ja, Schrot halt. Schrot, gut. Dann. Hoffentlich habe ich den Turm nicht zu hoch gebaut. Nee, von der Höhe her müssten wir da auch mit Schrot gut rankommen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich denke schon. Das müsste klappen. Gut. Dann, Schrotmunition. Oh, was fehlt denn? Wir brauchen auch noch Schießpulver. Aber das kann man ja machen. Gell? Papier und Kunststoff haben wir noch. Wie sieht's mit Schießpulver aus? Haben wir was? Warte mal, müsste ja wenn in der Chemiestation sein, ne? Ganze 5 Stück habe ich gefunden. Echt? Warte mal, Schießpulver, was bräuchten wir denn? Es mangelt ja nur am Steinkohlepulver. Da haben wir bestimmt was im Mörser bestimmt, oder? Jawohl, da liegt noch eine ganze Kiste Steinkohlepulver. Ah, stimmt, die habe ich ja angefangen, ja. Ja, genau, stimmt. So, dann machen wir jetzt hier einmal volle Pulle Schießpulver. So. Kann ich nicht mischen, weil
kein Brennstoff drin. Also Brennstoff. Hier sind ja noch die Eier mit Speck noch nicht fertig. Da haben wir ja mitten im Eierbraten aufgehört das letzte Mal. So, da warte ich das hier auch noch ab. Dann setze ich das in der Chemiestation an. Dann machen wir mal eine kleine Besichtigung, was der Harzer da unten gemacht hat. Und dann nicht zu vergessen noch die Sunshine-Quest. Mhm. So, dann mopse ich mir jetzt, das merkt hoffentlich keiner, hier den Brennstoff. Bin zu voll, mit den gerade woanders zu holen. Und pack den dann hier rein und dann machen wir Schießpulver anrühren. Dauert 2 Minuten. Ja. Und dann kriegen wir so viel Schießpulver raus. Und die Chemiestation hört sich gefährlich an, ne? Beim Produzieren. So als würde es ja einem gleich um die Ohren fliegen, so pfeift die. Ja, das stimmt. Haben wir noch mehr Kohle? Da kann die ja gerne noch jemand in den Mörser tun, weil wir haben noch genug hier Nitratpulver und Schwefelmehl, dass wir noch viel mehr machen könnten. Ich habe nebenbei ein bisschen Blei verarbeitet. Jetzt haben wir 11 Bleibarren. Sehr gut. Mache ich mal groben Schrot. Ja. Ausgezeichnet. Kannst auch feinen Schrot machen. 44, ne? Das ist ja nicht viel. Na gut, damit meinen, die ich habe, sind es dann 124. Die kannst du mir gerne geben, dann also es arbeitet. Hm? Es arbeitet gerade. Ich wollte jetzt mal in die Mine gehen und ein bisschen Blei und Kohle holen. Okay, ja. Alles klar. Dann hole ich mir das gleich aus der Schmiede raus und sorge für Schrotmunition. Eine heute backe ich, morgen brauche ich Folge. Und übermorgen hole ich mir der Königstochter ihr Kind. Oder so ähnlich. Ja, ja. Ach, Menno, ich will den erschießen. Sind Zombies in der Nähe? Habe ich keine Rahmenwürfel mehr? Ich hab... Bitte noch 7 Stück im Inventar. Ja, habe ich auch. Ich bin nämlich clever. Ich stelle mich jetzt hier auf den Klotz. Ja. Yeah. Vielleicht kann ich ja, während ich hier baue, nochmal erzählen, was wir nach dem Blutmond vorhaben. Und zwar, gut, der muss erstmal kommen und erstmal vorbeigehen. Aber wenn er dann vorbei ist, haben wir uns überlegt, dass wir umziehen, aber nur temporär umziehen, in eine weit entfernte Stadt und dann da die ganze Stadt leer looten und wirklich alles an Material abbauen, was es da zu holen gibt, in der Hoffnung, dass wir da ein paar gute Sachen finden. Und dass wir dann genug Material vielleicht für alles Mögliche, was wir hier noch an Bauvorhaben haben, zusammenbekommen, um die ganzen Werkbänke aufzurüsten. Die werden dann ja auch größer zum Teil. Da müssen wir umbauen. Da kommen die dann in den Keller runter. Also das wird eine ganz spannende Geschichte, glaube ich. Dürfen wir nur nicht vergessen, unsere Schlafsäcke mitzunehmen. Da müssen wir Respawn mal außerhalb der Gräber machen. Ansonsten so. Was kann ich daraus jetzt bauen? 77 Schrotmunition. Naja, es geht. Was würde uns für noch mehr fehlen? Ja, das Schießpulver ist der Flaschenhals, aber dann hört es auch schon mit Plastikschrott und Papier auf. Trotzdem bauen wir mal 77 Schuss. Da haben wir dann knappe 100. Den Rest müssen wir uns dann irgendwie aufteilen. Und wenn es dann immer noch nicht für den Blutmond reicht, gut, dann müssen wir uns... zur Not durchpaddeln. Irgendwie habe ich meine Spitzhacke verschrumpft. Ach nee, habe ich gar nicht. Papier kann man ja herstellen auch. Ja, das könnten wir herstellen, aber ja gut, da braucht man halt gut trübes Wasser, ist nicht das Problem, aber halt Kleber und Holzschrott und dann müssten wir den Kleber erst herstellen. Das ist alles, und für den Kleber brauchen wir Harz und Knochenmehl und auch wieder trübes Wasser. Das ist ziemlich mühselig, glaube ich, also, dass, sich das Papier selber herzustellen, sage ich jetzt einfach mal. Also Knochen haben aber sehr, sehr viel. Aha. So, packen wir das mal weg. So, was wollte ich noch machen? Wie sieht es denn hier mit den Hühnern? Die Hühner sind gleich fertig. Oh, Wasser.
50 Wasser. Mensch, da können wir ja mal richtig abkochen hier. So. Wasser. Nee, leider nein. Was für eine öde Bude, Menno. Wo habe ich denn jetzt meine Holzwürfelchen hingestellt? Da oben. Komme ich da jetzt wohl leichtfüßig wieder dran? Nee, ne? Lisch. Ganz leichtfüßig. Ja, stimmt. Oh, ich habe einmal Zink gefunden. Zinkerz. Zink? Oh, wie nennt ein Brocken Zinkerz. Ja. Och, es liegt nicht. Es, ich habe auch jetzt 7 Eier rausgekriegt bei einem. Wahnsinn. Cool, cool. Aus dem zweiten 5 und aus dem letzten nur noch 2. Na dann. 202 Bleierzen, 101 Kilo. Ich bin hier vorhin irgendwo lang gekrabbelt. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ja, das wäre nicht schlecht, wieder rauszukommen. Bin ich denn hier rausgekrabbelt? Ich hab's vergessen. Und dabei ist das Haus gar nicht so groß. Ach, hier. Hier bin ich hoch. Und da längs. Lass mich. Die Hühnchen füttern. Hä? Oh. Bienchen und die Blümchen. Ah, lass mich. So, auch alles wunderbar. Habe ich hier noch so eine Kletterarie gemacht, damit ich meine Rahmenform wieder bekomme. Ich bin ja, ne? Die können ja nicht verloren gehen, die guten. So, und noch Eier mit Speck. Wunderbar. Ja. Lebensmittel laufen, Wasser läuft. Prima. Munition, soweit es ging. Prima, prima. Ja, und jetzt warten wir erstmal auf die Rückkehr der Hauptdarsteller. So, der Harzer hat jetzt nochmal ein bisschen die Bleibarrenproduktion angekurbelt und entdekoriert oder entweihnachtet jetzt unser Camp. Möchte Sunshine mitgucken? Oder? Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Nachdem man den Kopf voll geklappt hat. Ja, ich habe dir eine Einladung geschickt, Sunshine. Oh, das ist aber nett. Nochmal. Nochmal? Meinst du, doppelt hält besser? Ja. Ich nehme erstmal die Geschenke weg. So. Aber die kannst du aufheben, gell? Ja. Ja. Oder guckst mal hier noch verkehrt. Können wir natürlich auch, wenn wir dann umgezogen sind temporär, können wir natürlich statt großer Kisten den ganzen Weg entlang die Geschenkpakete hinstellen und die benutzen, um den Loot einzulagern. Ja, ja, aber ich glaube, was passt da rein? Ich glaube, 3 oder 4 Sachen, gell? Das ist ja nicht so viel. Ja, das können ja auch dann 3 große Motoren sein oder so. Die Schneemänner auch einpacken? Naja, der Winter ist noch nicht vorbei, nur Weihnachten. Ja, kommt bald der Osterhase. Kommt bald der Osterhase, genau. So, bin da. Dann mache ich das Bäumchen weg jetzt. Mhm. Oh, Schniff. Schön für ein Bäumchen. Ja, warte mal. Das hört sich an wie Erde. Oder kriegt man den ins Inventar? Na, das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, ich hab Weihnachtsbaum als Inventar zurückgekriegt. Ins Inventar. Ach, okay, alles klar. Ach, nach dem Wegschaufeln. Cool. Das ist cool. Hm. Könnten wir ja eigentlich ein Geschenk irgendwo hin tun und das ganze Zeug da rein tun. Genau. Das ist eine gute ja, Idee. Haben wir einen Dachboden? Wo tue ich das hin? Wo tue ich das hin? Den Schneemann auf dem Kopf. Da, guckt mal. Jo. Ist jetzt ein indischer Schneemann, ne? Oder wo war das, wo die Sachen auf dem Kopf transportieren? In vielen Ländern, glaube ich. Auch Afrika so. Da guckt mal, jetzt ist der Weihnachtsbaum und ein Geschenk drin. Da balancieren die Schneemänner. Da drauf ein Rührei. Yay. Genau, darauf ein Rührei. So, ich schüttel mal meine Sachen in die Kästchen. Aus dem Blei mache ich jetzt komplett Schrot, ne? Ja. Ich habe schon wieder in Form ein schönes Röckchen, aber da tue ich Schrot. Brauchen wir nicht. So, was habe ich denn hier alles? Obwohl es an Schrot mangelt, ist nicht. Es mangelt dann eher an den weiteren Zutaten.
Übrigens, hier in der Wasserkiste sind wirklich Kaffeebohnen. Das ist kein Mehl. Das ist zwar das Bild von Mehl und ein paar Bohnen, aber als Beschreibung Kaffeebohnen sind das. 7 Minuten dauert es noch, bis das Feuer hier fertig ist mit Lebensmitteln und Wasser. Bis dahin können wir ja noch warten und den können wir uns auf Tour begeben. Ja. Plünder-Skill 30, oh cool. Sehr gut. Okay, während die Lebensmittel hier noch vor sich hin köcheln, gönnst du mir eine kleine Führung des Unterbaus, Harzer? Ja. So, kommen Sie mal mit. Licht an, Grubenlicht an. Wir gehen jetzt unter Tage. Blub, 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 blub. So, da haben wir erstmal unseren Hauptgang. Der ist 2 Blöcke breit. Und hier hinten ist Ende. Erstmal. Okay, ja, vielen Dank für die Führung. Ja, wir haben ja erstmal unser Räumchen, was wir auch ausgehoben haben. Das wird hier unser Lager und unsere Werkstatt. So ungefähr. Ja. Müssen wir mal sehen, was wir genau machen. Hier habe ich erstmal noch eine Stütze, damit das nicht zusammenkracht, sicherheitshalber. Und wir haben schon mal getestet, zwecks Decke und Wand. Ja, und hier mache ich mal kurz einen Block raus. Hier habe ich auch schon angefangen. So, der Boden, ungefähr auf der Höhe wird das dann so aussehen, sagen wir mal. Kann man sich schon mal vorstellen, das ist dann der Boden, das ist der Wand, Decke. Dann alles schön ausgetafelt oder vertäfelt? Ja. Da bin ich mal gespannt. Wie wär's mit Marmor? Wenn wir es machen können. Und hier gegenüber dann Freizeiträume und Schlafräume. Ja. Und dann müssen wir zusehen. Dann müssen wir hier oben irgendwie noch eine feste Siegetür oder irgendwas dran bringen. Ja, irgendwas, was dafür sorgt, dass da wirklich zu ist. Aber sagt mir doch glatte Sprache, ey. Lass mal mein Zeug reparieren. So. Gut, jetzt warte ich aber hier, bis unsere Lebensmittel fertig sind. So, das Essen ist gleich fertig. Zwischenzeitlich hat mir der Harzer hier ein Bier kredenzt. Das habe ich mir aber noch nicht zu Gemüte geführt, weil da wird das Bild unscharf. Aber wäre ja im Grunde auch egal. Ich stocke hier gerade nochmal meinen Essensvorrat ein bisschen auf. Und Feuer aus. So, könnt ihr euch gerne auch noch bedienen und aufrüsten, bevor wir dann auf Loot-Tour, beziehungsweise nicht Loot-Tour, sondern Sunshines Quest hier noch absolvieren werden. Ich weiß gar nicht, ob die schon geteilt ist. Hast du die schon geteilt? Ich kann die noch mal teilen. Achso, ich sollte vielleicht auch erstmal die Einladung einnehmen. Haben wir eigentlich Dietrich? Hab ich die angenommen? Nee, noch nicht. So, und dann teile ich meine Quest nochmal. Jawohl, dann kann ich sie nämlich annehmen und dann können wir uns in der nächsten Folge dann auch einen Weg machen. Mhm. Auftrag begonnen, Stufe 2, säubere das Gebiet. Sollen wir nur mal gucken, ob wir vielleicht ein bisschen Munition sparen. Warte mal, wie viele Pfeile habe ich denn noch dabei? 78. Ja, das müsste eigentlich, müsste das genügen, gehe ich mal davon aus. Ja, ich gut. Dann gehen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall säubern und dann allerletzte Vorbereitung. Und dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, geht es nun endlich nach 50 Folgen dann auch in unseren ersten Blutmond in Undead Legacy. Und wenn euch das gefällt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Nein, eigentlich müsst ihr 3 da lassen. Einen für Sunshine, einen für Harzer, einen für mich. Das führt nämlich zu Daumen rauf, Daumen runter und Daumen wieder hoch. Kommt am Ende was Gutes raus. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal und klingelt das Glöckchen, damit ihr auch eine Push-Benachrichtigung bekommt, wenn es soweit ist. Und da ich jetzt schon um so viele Sachen gebeten habe, alle guten Dinge sind 3, freue ich mich natürlich auch über einen Kommentar unter diesem und anderen Videos. Ja, und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.